Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Viele von euch kennen es wahrscheinlich, man sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch und dann abends auf dem Sofa fängt es an, dass hinten das Schulterblatt irgendwie zieht, der Nacken fängt an, so ein bisschen zu verspannen und aufgrund der Verspannung fängt auch an, dass man Kopfschmerzen bekommt. Und genau deswegen zeige ich euch heute drei Übungen, die man ganz einfach am Schreibtisch machen kann, sodass man eben genau diese Verspannung reduziert bzw. vermeiden kann. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Kommen wir zur ersten Übung. Wir nehmen eine feste Sitzposition ein, greifen jetzt hier hinter unseren Körper fest einen Stuhl und jetzt drücken wir unsere Brust nach oben, auch unser Blick ist nach oben geneigt, lockern wieder leicht und gehen wieder hier in die Streckung rein und wieder zurück. Und das machen wir jetzt ein paar Mal. Wir kommen zur zweiten Übung. Wir nehmen die Hand aufs gegenüberliegende Knie und gehen jetzt hier schön in die Rotation rein, auch hier wirklich schön die Brust nach oben rausstrecken und verharren ungefähr 30 bis 60 Sekunden in dieser Position. Und anschließend nehmen wir dann den Arm und gehen hier schön über den Kopf in die Streckung rein und halten auch hier ungefähr für 30 bis 60 Sekunden. Bei der letzten Übung gehen wir hier Hände nach vorne gestreckt, Handrücken an Handrücken und werden jetzt im oberen Rücken ein bisschen rund. Und was wir jetzt machen, ist, wir gehen jetzt hier schön in die Rotation rein und während wir nach hinten gehen, neigen unsere Daumen nach unten und auch hier strecken wir schön wieder unsere Brust raus nach oben. Gehen wir nach vorne, Handrücken an Handrücken und rotieren wieder schön nach außen, die Daumen zeigen nach unten und gehen wieder nach vorne und raus. Und hier schön ausatmen in der Position. Das sind wie gesagt drei Übungen, die ich empfehlen würde, einfach mal so zwischen das Arbeiten zu machen. Weitere Übungen findet ihr auf jeden Fall im Vielzahl-Guide, verlinke ich euch hier unten in der Beschreibung. Und ansonsten auf jeden Fall bei den dynamischen Übungen so ungefähr 10 bis 15 Wiederholungen immer machen und bei den statischen Übungen ungefähr 30 bis 60 Sekunden halten. Und ich verspreche euch wie gesagt, dass die Verspannungen dementsprechend ein Ende haben werden. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und adieu.